Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu DonkeyKong 64. Im letzten Part haben wir mit allen Donkey Kongs alle Bananen gekriegt, außer mit Chunky. Und ich habe eine fucking Platte gefunden für ihn. Zack. Eisenketten. Die können wir jetzt endlich mal aufmachen. Und ich habe mich schon beschwert, warum kein Musikinstrument eben für ihn kann. Aber es kommt. Und wir spielen jetzt wunderschöne Triangel mit Chunky. Perfekt. Und. Ups. Das war nicht gewollt. So. Perfekt. So, uns fehlen noch 10 Bananen. Ach, scheiße, hier gibt es viel Munition. Finde ich gut. Ich habe mich schon beschwert, warum keine Munition kommt. So. Okay, wir haben hier alles. Uns fehlt nur noch 2 goldene Bananen mit Chunky und ja, und noch eine Banane. Die haben wir jetzt gekriegt. So, perfekt. So, wir haben Munition aufgetankt. Irgendwie habe ich Gefühl, dass hier irgendwas rauskommt. Unsere Tür geht so. Okay, irgendwas müssen wir bekämpfen. Toll, steht da Spielzeug drauf. Okay, der Würfeltyp. Der Pedalplayer. Oh, das ist eigentlich Dominosteine. Ich weiß, aber ich nenne sie trotzdem Pedalplayer. Noch mehr MP3 Dominosteine. Und Riesenwürfel. Wisst ihr was? Shooter Cannon. Leider, ich will Musik spielen. Ich kann keine Musik spielen. Wolltest du wissen? Könnte ich bitte hier weggehen? Der Typ! Junge, ich sterbe hier! Junge! Ich konnte auch nicht rausgehen! What? Man hat gesehen, dass ich versucht habe! Ganz klarer Betrug. Das war ein Betrug. Legendärer Betrug. Ja. Das Tod ist nicht so schlimm. Aber es regt mich auf, natürlich. Wird irgendjemand eine Deathliste? Ach bitte, irgendjemand sollte eine Deathliste führen für mich. Weil ich jetzt hier gestorben bin. Das wäre cool. Aber ich bin sehr bald nur zweimal gestorben. Ja, okay, wir können kein Instrument einsetzen. Das wollte ich erstmal ausprobieren. Aber natürlich können wir kein Instrument einsetzen bei so einem Kampfrush. Okay, wenn man stirbt, kriegen wir keine vollen Waffentaschen. Okay. So, jetzt nochmal. Hey, ich freue mich. So, und nach dem Part werde ich mir was zu essen machen. Ich habe mega Hunger und ich weiß schon was. Richtig Bock darauf. Ich mache mir so einen leckeren Milchshake. Einen Bananen-Milchshake. Oh, der ist down. So, keine Ahnung, was ist das? Nennt man die? Oder wie nennt man die Viehteile? Oh Leute, ich bin gespawnt. So, jetzt kommt dieser schreckliche Boss. Die sich zusammen fusionieren. Lol. Irgendwo eine Granate. Nichts. Weg da. Aber was willst du jetzt machen? Ich
einfach nur mal angreifen. Nö. Wir haben den Typen gerade Schaden gemacht. Schon wieder. Ich komme hier nicht weg. Habe ich falsch im Move eingesetzt? Okay, ich habe ihn irgendwas gemacht. Okay, wir gehen wieder hoch, würde ich vorschlagen. Was findest du, die Lösung ist? Oh, leider, soll ich sagen, was ich sehe? Hier ist unser Fass. Erstmal, dass wir unser Fass sind. Ja, Riesenkampf. Aber ja, wir hätten es auch. Ich hätte es auch klein geschafft. Habe ich es jetzt gesehen. So. Was? Wir sind schon wieder tot? Was? Warum haben wir nur ein Leben gehabt? Hä? Hä? Ich muss die Scheiße nicht verstehen, oder? Dass ich doof bin, sieht man, oder? Meine wunderschöne Fresse. Okay, Gott sei Dank. Seht ihr meine wunderschöne Fresse nicht? Eigentlich ist sie nicht so schön. Eigentlich ist sie voll scheiße. Der hässlichste Mensch der Welt. Ich bin sogar hässlicher als Tobi. Lol. Okay, ich weiß schon, was. Ich weiß schon mit Tobis Haare, wie die aussehen. Lol. Auch früher. Ich weiß, wie die früher ausgesehen haben. Das hat jetzt gar keinen interessiert, eigentlich. So, und jetzt zum dritten Mal den Dupe besiegen. Ich trinke gerade Multivitaminsaft. Das schmeckt gut. Zack. Und Schalter rein. Zack, Schalter rein und zurück. Ne, 7 Minuten Part. Wir haben noch nichts geschafft. Finde ich gut. Finde ich gut. Doch, wir haben die 100% bei den Bananen. Bei normalen Bananen haben wir alles. Jetzt kommt die Fusion. Ich finde es aber cool, so einen kleinen Mini-Zwischenboss zu haben mit Chunky. Das finde ich echt cool gemacht. Ich hoffe mal, dass es gibt nicht jeder Welt sowas. Weil ich mich nicht schon zu 100% zu machen, die Welten. So, jetzt gehe ich direkt in die Riesenform. Chunky böse. Chunky riesig. Ah. Denk das. Leg das. Ja, meine Mimenfliege ist wieder hier. Geil, ich hab wovon gefragt, wo die ist. Ich erinnere mich an den Talk mit Tobi. Muss ich euch gleich erzählen, wenn ich mich dran erinnere. So, der Typ muss doch auch irgendwann tot sein. Wir laden jetzt unsere stärkste Move aus. Über stärkste Move Schlauf laden. Hallo. Check this! Gut! Oh, Banane. Unsere vorletzte Banane. Und ich weiß immer noch nicht, wo die letzte ist. Oh nein! Das war die letzte! Was? Hä? Als ob? Das war die letzte? Leute, wir sind fertig. Cool. Wir haben 100% das Spiel. Und jetzt machen wir den Bosskampf. Wenn der Typ mich in Ruhe lässt. Leute, jetzt gibt's den Bosskampf. Das habe ich ja gestern neu. Gestern. Letzten Part. Wahrscheinlich kommt die gleichen Parts gleich raus. Ja, die kommen wahrscheinlich am gleichen Tag raus.
nicht so mir das angucke. So, wir sind fertig und wir füttern wir unseren Niefett-Freund mit Bananen. Ich muss wahrscheinlich echt niesen. Wir brauchen 200 Bananen. Cool. Sollten wir mit 500 haben. Es ging echt leichter als ich dachte, die Welt. Ja, ich habe mir ein bisschen Forum durchgelesen, zum Beispiel, dass dieses Biber Butzelmann oder so und dieses Arcade Game sind die zwei schlimmsten Games, die es gibt, und das stimme ich sofort zu. Das Spiel ist echt schlimm. Echt meine Meinung, Biber Butzelmann, da sagen so, das ist echt schlecht gemacht. Aber wir haben es sogar gut geschafft. Nach einer Zeit. Ja. Wir sind jetzt. Ja, genau. Wollte ich euch zeigen, dass wenn man hier mit, nicht mit Tiny Kong vorbeikommt, nicht besiegen können. Egal. Jetzt kämpfen wir gegen den Boss. Steht hier irgendwo auf der Seite. Ich habe gerade die Seite offen. Das habe ich gerade nachgeguckt, deswegen war ich so kurz still. Den Namen dieses Bosses. Ja, Tiny muss immer safe kämpfen. Okay, irgend so ein Clown. Ich weiß aber nicht den Namen. Okay. Den Namen werdet ihr wahrscheinlich safe irgendwo unten sehen. Aber jetzt sind wir beim Boss. Willst du mal auf so einem leuchtenden Quadrat hin? So. Eine Box. Was kommt in der Box? Tiny passt es. Oh, scheiße. Sie wird größer. Scheiße. Oh, das ist der Boss. Irgend so ein Horrorclown. Steht dort auf der Seite. Das sieht aber nicht aus wie ein Clown. Das sieht aus wie ein Mörder. So, jetzt laufe ich. Oh, für den Cut. Muss ich kurz was machen. So. Okay, der Typ bleibt stehen. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Okay, er schießt auch. Da hinten ist irgendwas. Okay. Oh, das ist mir nervig. Der trifft mich nicht. Okay, der hat mich getroffen. Aber wir sind auf einer Plattform gelandet. Okay, jetzt rauf. Okay. Kriegen Schaden. Okay, wir haben Schaden bekommen. Warum? Okay. Hier da, okay, da ist wieder ein Schalter. Warum hat er getroffen jetzt? Oh. Bleib oben, danke. Was macht der? Also jetzt ist er auf dem blauen Feld. Ich schon wieder Schaden. Hä? Was ist für ein Unterschied auf welchen. Okay, jetzt bin ich runtergefallen.
jetzt verstehe ich's. Okay, ich hab's verstanden. Ja, nur noch ein Leben. Cool. Spiel. Er ist auf einem blauen Feld und alle Sachen. Aber wenn er auf dem blauen Feld ist, kriegt er, wenn ich auf dem blauen schalte, bin Schaden. So. Okay. Wird mir jetzt schaffen. Komm. Ich weiß nicht, wie diese Box funktioniert. Hoffentlich verändert ihr nicht irgendwas bei ihm, bei seinem Angriffsschema. Er ist aber schneller geworden, das merkt man. Und klüger. Er ist auf weiß. Perfekt, hier ist direkt weiß. Ja, okay, ich habe noch getroffen. Okay, nice, 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 nice. Okay. Beide haben ein Leben wahrscheinlich. Bitte, komm, Glück. Komm raus. Muss ich jetzt rauskommen, oder? Nächste. Ist auf weiß. Wo ist der scheiß weiße Schalter? Er ist nicht da. Oh, der ist da hinten. Ich hab doch gedrückt. Scheiße. Verdammt, okay. Knapp. Kamera. Das ist Kamera. Komm schon, okay, der Boss ist echt cool gemacht. Am Anfang fand ich ihn irgendwie nervig, aber jetzt finde ich es cool. Er ist auf weiß und direkt hier ist weiß. Spring drauf! Der hat nicht getroffen, oder? Ist er tot? Was? Es geht weiter! Wir haben ihn noch dreimal getroffen. Was habt ihr mehr als drei Leben hat? Ich habe Angst, dass er sein Angriffsschema verändert hat. Blau. Er hat sein Angriffsschema geändert. Er schießt jetzt Laser! Komm schon! Take this! Yes! Getroffen! Tot? Was? Er hat sich unsichtbar gemacht! Aber ich weiß ja, wegen dem Glitzer weiß ich ja, wo er ist. Ja! Getroffen! Stirb! Stirb! Bitte stirb! Bitte stirb! Ja! Er ist tot! Er ist tot! Er ist tot! Er ist tot! Bitte, bitte sei tot! Bitte sei tot! Ja, er liegt noch! Das heißt, er ist tot! Oh mein Gott, wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Leute, wir haben den Boss besiegt und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Ich weiß nicht, wie lange die Folge ist, lol. Oder? Ach, nee, jetzt wir machen noch ein paar kleine Quests, würde ich jetzt vorschlagen. Wir haben den Boss besiegt. Wir sind fertig mit der Welt, oder? Wir haben mit allem alles abgegeben. Wir haben 5 Bananen, überall 100 Bananen. Genau. Wir haben 25 Bananen. Steht hier nochmal. Wir haben die Krone, wir haben alle 5 Bananen müssen. Wir haben die 2 Feen, wir haben 500 Bananen. Das ist episch. Oder was ich dir gezeigt habe, man kann auch
wir wechseln. Inseln, so Aztekenarena. Da gehen wir jetzt als nächstes hin. Weil da Chunky sein Unwesen noch treiben will. Wie wird das testen? Ich safe dafür. Wenn ich auf Level verlassen gehe. Bin sicher. Bin ich aus der Welt? Okay, gut. Nice. So. Hier gab es ja ein paar Sachen. Zum Beispiel, wo ist der Tauschröhre? Wir gehen jetzt erstmal auf DK. So, dann zack, zack und hoch und. Okay. Okay, stimmt. Ja. Dann kill ihn halt so, DK, wie du willst. Ist mir egal. So. Dann. Mit den Hebelchen betätigen. Das machen wir noch schnell. Ich weiß nicht, wie viel ich cutten musste. Ich war kurz weg. Deswegen, wir sind jetzt bei minus 26. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Da haben wir ein Feld für uns. Musik ist so mit einem Feld. Das ist, bin ich so einer der wenigsten, das wir kriegen, so die Bongos. Musikinstrumentfeld. Ja. Ich habe eine weitere Banane entdeckt, okay, hier. Perfekt, die gehört uns. Dritte Banane für die in der Insel, geil. Hier werden wir vor allem, wir müssen nur noch eine Pause und einen Donkey Kong und noch was für Donkey Kong finden. Cool. So, dann brauchen wir Chunky. Ich weiß nicht, ob es auch mit anderen Charakteren geht, aber die Kiste sieht so aus halt. Weiß ich. Ja, ich wusste es. Ich wusste es, fucking. Und hier ist eine Blaupause. Für Chunky. Nee, für Tiny. Nein, falsche Taste. Oh! Perfekt. Nochmal plus 1 alles. Nice, wir können jetzt 20 davon schieben. Cool. Nice. Eine gute Idee gewesen, das nochmal zu erkunden. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt mit Chunky zu den Aztekenarenen in den nächsten Part. Da werden wir das dort aufmischen. Und so weiter. Und so fort. Das war ja bei der 2. Zack. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wahrscheinlich ist der Part ein bisschen kürzer, aber ist ja nicht schlimm, oder? Ist das schlimm? Ich denke mal nicht, dass es schlimm ist. Der Part ein bisschen kürzer ist. Deswegen, wir sehen uns. Oder? Warte mal. Eine Sache verwirrt mich. Ah, das können wir in der Aztekenarena austesten. Was mich verwirrt. Okay, dann, bis dann und ciao. Euer Marc. Bye.